Plötzlich ist ihm Hubert vor Schreck das Herz fast stillgestanden. Vor seinen Augen ist ein gewaltiger Blitz vom Himmel oben runtergefahren und mit so einem Klapf in den Äpfelbaum eingeschlagen, dass ihm die Ohren nur so geläutet haben. Der Baum hat geächzt und gestöhnt, wo sein Stamm abeinander gerissen worden ist. Dann hat der Regen die Wunde gekühlt. Das Gewitter ist weitergezogen. Da ist der vor einem so prächtigen Äpfelbaum gestanden. Es war ein trauriges Bild. Verhudelt und schepps wie einem Hubert sein Haus hat er ausgesehen. Ein komisches Schauen. Am Stamm nahe ist eine lange Narbe bis runter zu den starken Wurzeln gelaufen. «Das tut weh, gell?» hat Hubert den Baum tröstet und dabei lieb tätschelt.